Ja, moin Leute, euer Sekiro hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Twilight. So, und heute sind wir mal wieder im Tempel. Wir haben nämlich ein neues Modul und das wollen wir direkt mal einsetzen lassen. Ja? Ich sah euch und Kurosama in einer Vision. Vision? Ja, wo befindet sich Kurosama im Moment? Er wird in der Nähe der Ashina-Burg gefangen gehalten. Leider ist das Tor zur Burg verschlossen. Ich verstehe. Ja, danke dafür. Irgendwann werden wir auch da sein. Was ist los? Drachenfäule. Der Stillstand läuft über und verbreitet sich. Eine Krankheit, die mit dem Tod endet. Was? Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Ich bin nicht normal, weißt du? Ach. Es fällt mir schwer, jetzt darüber zu reden. Emma soll dir den Rest erzählen. Okay, aber ich will, dass du mir was einbaust. Auf zu husten. Was ist? Bau mir was ein. So, somit haben wir die dritte... Ne, vier haben wir bereits. Wir haben das Flammrohr und wir haben die geladene Axt. Die Shinobi-Prothese, es scheint, dass du dich gut ansehe. Ja. Das ist für dich. Cool. Prothesen-Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über Techniken für die Shinobi-Prothese zum Erlernen von Fähigkeiten des Prothesenstils. Aus der Feder eines Mannes, der den Pfad der Shinobi verlassen hat. Ach so, er war mal ein Shinobi, ja gut. Er ist nicht normal, er war ein Shinobi, ja. Gut. Der blabla, seine akribischen Forschungen jedoch nicht aufgeben konnte. Er hatte nie vor, sie weiterzugeben. So sieht's aus. Was ist das? Darin findest du die Möglichkeiten, deine Feinde mit deinem Fangzahn zu beißen. Mit anderen Worten, Kampftechniken für deine Armprothese. Ich verstehe. Ich dachte, dass diese Prothesenkampfkünste niemals wieder gebraucht würden. Aber es scheint, dass ich mich geirrt habe. Hast du noch was für mich? Bildhauer. Ich brauche dein Mitgefühl nicht. Ich bin nicht normal, weißt du? Ich werde nicht ja. An... Er wird was? Er wird nicht was? Wild. Ich werde nicht an so etwas wie Drachenfäule sterben. Wieso wird er nicht sterben? Hältst du für dich für was Besonderes oder was? Naja, jedenfalls können wir mit Y wechseln. Das habe ich letztens erst herausgefunden. Ja! Das heißt, wir können jetzt immer schön am Anfang der Folge schön nervig rumwedeln. Und wir packen mal die geladene Axt rein. Ja gut, hier kann ich sie jetzt momentan nicht einsetzen. Moment. So. Kostet mich das auch eine Aufladung? Zwei Aufladungen. Heilige Sch... Aber ist ein starker Angriff höchstwahrscheinlich, ne? Naja, und dann haben wir halt... Ich nehme mal das Feuerwerk raus. Das ist ein Witz, ist das. Und dann haben wir das Feuerwerk. Aha. Das heißt, wenn wir jemanden mit Öl übergießen und dann damit, dann geht das richtig ab. Jut. Was hast du denn zu sagen, Madame? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Habe ich nur Kürbissamen? Nee. Ich verstehe die Einzelheiten noch nicht, aber es scheint, als würde euer Körper nicht mehr den Regeln unserer Welt unterliegen. Besucht mich, wenn ihr etwas Beunruhigendes bemerkt. Verstanden. Der Bildhauer hat mir gesagt, ich soll zu dir kommen. Diese Macht, sie kommt von Kurosama. Man sagt, das sei die Macht des Drachenerbes, des göttlichen Erben. Wer die Macht der Auferstehung erhält, wird nach dem Tod wiederbelebt. Immer wieder. Lasst mich wissen, wenn ihr noch mehr Veränderungen bemerkt. Ich glaube, dass die Macht der Auferstehung einen Preis hat. Ja, alle werden krank. Für meine Forschung brauche ich weitere Blutproben. Ich werde sehen. Danke. Na gut. Auf Wiedersehen. Hau rein. Ich habe ein bisschen das Parieren mit diesem komischen Stab gelernt und so bei dem Kollegen da hinten. Funktioniert eigentlich ganz gut.
Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich umschalten und hier umschalten. Einfach nur... Ja, weil wir höchstwahrscheinlich gleich gegen den Dicken kämpfen. Und da brauche ich das. So, Körpermerkmale verbessern. Nein, Fähigkeiten erwerben. So, wir haben Prothesenkünste. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst Greifhaken-Angriff. Schleudert dich mit dem Greifhaken auf einen Feind und nutze den Schwung für einen rollenden Schwertangriff. Der Shinobi-Prothese eignet sich perfekt, um Bewegungen mit Angriffen ohne überflüssige Bewegungen zu kombinieren. Ich denke, das werden wir definitiv brauchen. Ich erinnere nur an den Ogre, den wir auch mit dem Seil anhaken konnten. Und so hätten wir auch direkt angreifen können. Gewährt die Shinobi-Kampfkunst treibender Schnitt. Diese Shinobi-Kampfkunst ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorne mit einem Schwertschnitt. Geeignete Prothesenmodule, geladener Wurfstern, Shinobi-Feuerwerk. Okay, ich würde gerne hier drauf gehen. Der Greifhakenangriff ist schon nicht schlecht. Muss ich den jetzt ausrüsten? Nee, rote muss ich ausrüsten, blaue, also rote sind aktiv und blaue sind passiv. Das habe ich schon mal gemerkt. Was kriegen wir noch? Gewährt die Kampfkunst Nachtschwalbenhieb. Ein drehender Sprungangriff, der die Distanz zum Feind schnell verringert oder vergrößern kann. Die Technik stammt vom Ashina dienenden Nachtschwalben-Clan. Sie verstärken den Schlag durch das Gewicht ihrer großen Wurfsterne. Die Shinobi-Prothese ist ähnlich anwendbar. LB plus RB gleich Nachtschwalbenhieb. Alles klar. Was ist das? Emmas Medizin-Intensität. Gewährt die latente Fähigkeit Emmas Medizin-Intensität. Kampfkunst, latente Fähigkeit und Shinobi-Kampfkunst. Alles klar. Shinobi-Kampfkunst ist passiv. Kampfkunst ist aktiv. Könnte auch passiv sein, ne? Ja, denke ich schon. Erhöht die Heilwirkung von Erholungsobjekten. Diese Technik hat Emma vor langer Zeit den Bildhauer gelernt. Sich an den Geschmack zu erinnern, verstärkt die Wirkung. Leider verbessert das nicht den Geschmack. Nicht gut, ja. Ja, mal gucken, worauf wir noch gehen. Wir haben ja eigentlich noch einen Punkt. Also rein theoretisch könnte ich den treibenden Schnitt noch machen. Aber ich werde ihn eh nicht einsetzen. Ich sehe, dass diese Kampfkunst wahrscheinlich nichts für mich ist. Aber ich muss den eigentlich machen, um weiterzukommen, ne? Ja gut, wir werden ja sehen. Ja, reisen wir mal zum Hirata-Anwesen, Weg zum Anwesen. So, eine Sache habe ich noch hier vergessen, und zwar wollte ich erstmal den Gabenkasten untersuchen. Oh, ist leer. Und gucken, ob der mir beim Trainieren beibringen kann. Dieser Temp auf mich und das bleibt manchmal. Training. Nee. Der hat den Greifhakenangriff nicht drin. Jederzeit wieder her, wenn ihr. Also das ist noch gesperrt, das heißt, wir haben da nichts. Na gut, packen wir mal das Löschpulver. Brauchen wir nicht. Das Öl. Das werde ich nämlich gleich beim Dicken testen. Los, aufmachen! Sonst setzt's was! Ich kann euch da drin flüstern hören. Wenn ihr euch jetzt nicht ergebt, werdet ihr es später bereuen. Könnt ihr mich hören? Sagt doch was! Ja, Freunde, da sind wir wieder an dieser Stelle. Huch, da hat einer überlebt. Ach nee, der ist auf der anderen Seite. Gehen wir hier kurz hin. Oh, scheiße. Oh, hat doch funktioniert. So. Wir haben ja auf der anderen Seite eine Tür gehabt, ne? Die müsste sich da hinten befinden. Die würde ich gerne aufmachen, weil der Part hier hinten, wo die ganzen Leute sind, der ist richtig scheiße. Der ist richtig, richtig scheiße. Und deswegen müssen wir versuchen, da hinten mal die Tür aufzumachen. Gelauscht haben wir hier schon. Da, die Tür würde ich gerne öffnen. Ach, das sind die ganzen Gockel, ne? Gut, da müssen wir nicht mehr hin.
Wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Ich hätte mir den ganzen Weg hier sparen können. Hätte ich das hier aufgemacht. So. Das heißt, ich schleiche mich einfach hier hinten rum. Oder bin ich schon hier? Fantastisch. So, da haben wir ja die Axt gefunden, deswegen müssen wir da nicht mehr hin. Waren die vorher auch schon da? Kann ich den hier töten, ohne dass der Axt-Tiny mich bemerkt? Offensichtlich nicht. Na komm her, Kleiner. Komm. Bitte was? Der schlägt einfach weiter drauf zu, ey. Ich muss... Ach. Eigentlich müsste ich zurück. Egal. Oh, nein. Ich habe nur eine Flasche. Ich will nicht. Und hier kann ich auch nicht cheaten. Ich muss hier kämpfen. Ja, komm her, Fackelmann. Wir versuchen erstmal unser Bestes hier an dieser Stelle und dann... Ich habe ja jetzt die Abkürzung. Hey, hast du die anderen jetzt gerufen? Das hast du sonst nicht gemacht. Ach. Na gut. Der Schild-Heini braucht eh ein bisschen. Nein! Nicht der Fackeltyp, nicht so. Genau, so kämpfen wir Fackeltypi. So kämpfen wir Fackeltypi. Geben wir uns ein paar Kügelchen rein. Davon haben wir zwar nicht unendlich, so wie von dem Kram hier, aber. Dann müssen wir durch. So, wie mache ich das jetzt mit dem Kerlchen? Ach. Ah. Ich weiß nicht, wie das mit dem Greifhakenangriff funktioniert. Wieso kann ich das nicht trainieren? Was soll denn das? Komm, mach deinen Stoßangriff. Mach einfach deinen Stoßangriff. Der ist mir am liebsten. Nicht so lange, nicht so lange. Ausweichen und zuschlagen. Ach komm. Ich mag die Typen nicht. Au! Ja, genau deswegen. Entweder schlägt er zu oder er rammt mich. Aber ich muss halt schnell genug reagieren, um entweder auszuweichen oder zu kontern. Ja. Komm, weg mit dir. Warum können die nicht einfach despawnen? Das wäre mir so viel lieber, ey. Rammangriff, komm schon. Please! Ihr seid so langweilig. Mann, tu doch was! Ach, das war nicht damit gemeint. Ach, Gottes Willen, bist du nervig. Endlich. Jetzt habe ich keine Fläschchen mehr für den Dicken, ne? Ich habe das Öl. Es wird mir aber nicht weiterhelfen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber er ist ein Lanzenträger. Ich glaube, der Fette ist ein Lanzenträger. Das dürfte also kein großartiges Problem sein. Wir haben da noch einen, der hinguckt, ne? Aber auf den hier würde ich gerne raufspringen. Zur Not laufe ich halt kurz weg. Whee! Okay, Mr. Big Boss hat mich nicht gesehen. Aber er ahnt etwas. Gut, dass ich jetzt das Parieren fürs Lanzentypen gelernt habe. Eventuell wird mir das hier sehr, sehr, sehr helfen. Vielleicht brauche ich sogar das Öl nicht. Schießt du immer noch auf mich? Sag mal, hast du keine Hobbys? Bist du fertig? Sehr schön. Ich muss definitiv erstmal die anderen Jungs loswerden. Zur Not laufe ich weg. Mache einen Sprungangriff auf den Lanzenheini, ne?
Und dann muss ich ihn nur noch einmal kontern. Nur noch. Ich kenne den Gegner noch gar nicht, deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Kann ich hier lauschen? Nein. Wobei, schleichen kann man sich hier wahrscheinlich nicht, weil das Tor mit einem Nebel verschlossen ist. Das ist eine gute Idee. Alles klar, ich töte dich so. Ja, war klar. Zumindest da, bis der Lanzenheini herkommt. So. Insofern Lanzenheini jetzt nicht herkommt, ist alles gut. Sehr schön. Ja, wir müssen das recht stealthy machen, weil ich brauche diesen ersten Schlag. Solche Gegner sollte man immer ein bisschen einfacher machen. Ah, das ist der Fackelheini nur, ne? Mr. Fackelheini, komm her. Hat er uns abgeblockt, kleine Potsau. Okay, wenn ich mich schnell noch um den hier kümmern kann. Ach, hier waren Büsche. Du hast mich nie gesehen. Es hat funktioniert. Okay. Ich will es trotzdem machen. Kannst du vom Busch weggehen? Sehr gnädig von dir. So. Jetzt kriegst du ein bisschen Öl ab, Freundchen. Und jetzt den hier. Ernsthaft? Wow. Okay. Hast du immer noch das Öl? Also wirklich erfolgreich war das jetzt nicht. Ja, war gut. So schwer war der jetzt auch nicht. Eine lose Gebetsperle. So. Jetzt hoffe ich, dass der nächste Savepoint hier ist. Zumindest ist der Dicke nicht mehr da. Das ist sehr schön. Und das, ich weiß nicht, hat er ja kein Öl mehr oder so? Das war jetzt nämlich nicht so wirklich geil. Ich habe es mir ein bisschen heftiger vorgestellt. Ich dachte, er verliert gleich seinen ganzen Lebensbalken. Aber vielleicht hat das Öl einfach nicht mehr gewirkt. Vielleicht ist das einfach wirklich so eine kurze Zeit. Na, guck mal. Tatsächlich. Und wer hat seinen Timer vergessen? Dizzy. So. Fähigkeitenerwerb. So. Gewährt die latente Fähigkeit Präsenz unterdrücken. Ist jetzt die Frage, wie das Ganze funktioniert mit dem Verbergen. Ob die mich dann vergessen, wenn die mich sehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Nachtschwalbenhieb. Ein drehender Sprungangriff, der die Distanz zum Feind schnell verringert oder vergrößern kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist schwer zu sagen. Vielleicht spare ich mir die Punkte auch einfach auf. Nicht verfügbar. Ah, ich muss den hier vorher machen, ne? Ah, gut, ich verstehe, wie der Talentbaum funktioniert. Beide Striche müssen hinführen. Das heißt, letztendlich muss ich hier doch drauf gehen. Ich muss hier drauf gehen, dann hier drauf und hier drauf und hier drauf. Okay. Bin... Wir gucken uns den Nachtschwalbenhieb an. Was soll's. Eine Gebetsperle noch, dann haben wir's. Ich möchte Geistemblem kaufen. Was können wir hier eigentlich alles noch kaufen aus der Geistemblem? Gar nichts. Geil.
Gut, erstmal rasten wir. So viel dürfte ja klar sein. Irgendwas wollte ich noch machen. Wir haben 122 Geist-Embleme, also wir dürften da keine Probleme kriegen. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich weiß es nicht mehr. Kampfkünste sind... Achso, das wollte ich machen. Kampfkünste sind Spezialangriffe, die auf den Stärken des Kampfstils beruhen, zu dem sie gehören. Zum Benutzen werden sie im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und durch das Fähigkeitenmenü oder besondere esoterische Texte erlernt. RB dabei LB halten, ausgerüstete Kampfkünste ausführen. Okay, es gibt also nur einen Kampfkunst, den man ständig verfolgen kann. Kampfkünste können jetzt im Ausrüstungsmenü ausgerüstet werden, es kann immer nur ein Kampfkunst ausgerüstet werden. Und das hier sind wahrscheinlich die gelben. Ne? Denke ich mal. LB plus RB. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Noch ein bisschen hibbelig wegen dem Dicken. Ach, okay. Zurück ausweichen und dann nach vorne. Ich denke mal, das wird dann im Endeffekt der Sinn des Ganzen sein. Jetzt kommen die auch noch her. Leute, bleibt mal weg. Oder dreht euch um. Das ist jetzt blöd. Wie nah wollt ihr noch kommen? Ich hoffe zu quatschen. Nein. Zack. Da war der Move. Da war der Move. Ach, ich hätte hier jederzeit ausweichen können. Alles klar. So, wir hatten ja noch die Fischis hier unten, ne? Also nicht hier unten, sondern drüben. Ich würde nochmal ganz kurz die Fischis gerne töten. Dafür schleichen wir uns mal hier vorbei. Im Endeffekt möchte ich gerne darauf. Anscheinend nicht so einfach ist. Hä? Achso, ich muss zuerst hier rauf. Ja, was mache ich denn? Ich springe doch einfach hier ins Wasser. So, Fischis. Ich bin hier, kommt her. Hallo, Fischi. Komm. Oh, da ist noch einer drauf, Fischi. Hä? Da war es doch gerade. Hab ich ihn? Da ist er. Komm. Hab ich irgendwas dafür bekommen? Nö. Ziemlich sinnbefreit. Na gut. Wollte ich nur mal getestet haben. Uah! Toll. Das hat schon mal nicht funktioniert. Ja, aber Gott, das sind diese Goldkarpfen oder wie auch immer die sich nennen. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Ich könnte es auch versuchen, hier hochzugehen. Ach, guck mal, hier kann man sich hinten vorbeischleichen. Dann sind wir hier. Kein Schwein sieht uns. Sind wir automatisch geduckt? Nein. Sind wir nicht. Lass mich in Ruhe. Ich wollte nur testen. Ich ruhe hier auch kurz aus für euch. So, wenn wir uns jetzt beeilen, werden die uns im Leben nicht sehen, wenn wir uns hier schnell, zack, hinverpissen. Frage ist nur, was wir da hinten noch sehen können. Aber ich könnte mich hier verstecken und zumindest den Fall im Bogenschützen schon mal von hinten töten. Ihr braucht lange. Wir gucken uns mal so lange um. Wir könnten hier rein theoretisch ins Wasser. Und da eventuell hin, da wären wir direkt hinter der Brücke. Also muss ich mir nochmal angucken. Aber zuerst würde ich dir gerne die loswerden, weil sobald es ein bisschen hektischer wird. Hallo Jungs, seid ihr schon mal an mir vorbei? Ja. Oh. Shit. Gehen die weiter? Nein, die gehen zurück. Hilfe! Ihr habt nichts gesehen.
Ja, Kollege. Er trifft mich doch. Oh, ich glaube, da ist ein Bogenschütze. Da musst du schon herkommen, um mich zu töten, Freundchen. Ich schaue mich hier erstmal kurz um. So, hier wären wir auf der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir da... Schießt der immer noch auf mich? Ich bezweifle, dass wir aus dem Wasser da hinkommen, oder? Nee. So weit reicht das nicht. Sind hier Fischis? Oder kann ich hier irgendwo hochspringen? Nee, also wenn ich einmal auf diesem Ast hier gelandet bin, muss ich da bleiben. Geht's dir gut? Okay, den sind wir schon mal losgeworden. Mach's mir halt einfacher. Gar kein Problem. Was passiert eigentlich, wenn ich auf dich drauf springe? Geht das? Nö. So. Der könnte noch dabei zugucken, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Alles klar. Der hat mich gesehen. Ich find's cool, wie der Baum gewackelt hat. Oh! Wir sind ja zu zweit. Oh, wie cool! Wie cool! Ich kann die Bäume hier vernichten. Bist du jetzt mittlerweile weg, oder? Nö, das weg, das. Du bist wahrscheinlich runtergefallen. Nehme ich mal stark an. Vielleicht schwimmt er hier irgendwo noch. Falls die Gegner schwimmen können. Weiß es nicht. Gut, warten wir hier einfach mal und ich würde sagen, wir warten hier auf die nächste Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.